Meine lieben Wasserzeichen, Fische, Krebs, Skorpion, herzlich willkommen hier zum Reading für den Neumond am 24.11. Ja, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist der vorletzte Neumond in diesem Jahr. Ja, im Dezember haben wir noch einen, ich weiß aber nicht, ob der noch zu diesem Jahr zählt oder dann schon zum nächsten Jahr. Ist egal, wir schauen jetzt mal hier auf diesen Neumond und ja, lieber Fisch, Krebs, Skorpion, du weißt selbst, wie wir Wasserzeichen und ich sage absichtlich wir, ich zähle da auch dazu, wie wir mit dem Mond verbunden sind. Ja, es ist eine Samenlegung, der Neumond jedes Mal und ich möchte mit dir jetzt hier in die Energien schauen, mal die Impulse aus dem Universum aufgreifen, die hier für dich wichtig sind. Ich werde eine Orakelkarte ziehen und dann mit dem Tarot mal in unterschiedliche Positionen schauen, sodass du für dich hier ja ganz viel mitnehmen kannst. Wenn du Aszendent oder Mond in einem anderen Element hast, also in Erde, Feuer oder Luft, dann schau dir auch gerne diese Readings an, denn die, ja, die Botschaften sind ziemlich kraftvoll. So, mein liebes Wasserzeichen, einmal tief ein- und ausatmen und wir starten. Hui, die kam mit ordentlich Schwung jetzt hier rein. Wir schauen mal. Die Errettung. Ich weiß gar nicht, ob ich das für die Wasserzeichen nicht schon mal hatte. Dieses in der Höhle sitzen und darauf warten, dass die Rettung von außen kommt. Vielleicht ist es an der Zeit, liebes Wasserzeichen, ja, dich selbst zu retten. Ich sehe gerade vor meinem inneren Auge, vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht auch nicht, den Baron Münchhausen, der sich an seinem eigenen Zopf aus dem Sumpf herausgezogen hat und sein Pferd dann auch noch mit. Das kann eine Lügengeschichte sein, es kann aber auch die Wahrheit sein. In jeder Geschichte steckt ein Funken Wahrheit und ja, du bist selbst deine Errettung. Kommt jetzt gerade. Du selbst bist der Retter. Du selbst bist der Ritter auf dem Pferd in glänzender Rüstung. Egal wo und wie sich dein Leben gerade zeigt, wie es sich gestaltet, wo du gerade stehst. Du bist deine Rettung. Ziemlich spannend und wir schauen jetzt mal, wie sich das jetzt oder die Gegenwart zeigt, was hier mit dem Mond sichtbar werden möchte. Und wie gesagt, Neumond, da geht es um eine Samenlegung. Vielleicht bist du jetzt gerade bereit, dich selber aus einer traurigen, eingefahrenen, deprimierenden Situation zu retten. Wir haben hier die 5 Münzen. Vielleicht fühlst du dich gerade verloren. Vielleicht fühlst du dich gerade außen vor. Vielleicht hast du das Gefühl, du verlässt mit deinen Blessuren, mit deinen Wunden ein Schlachtfeld. Allein das kann schon ein Stück weit eine Rettung sein. Die 5 Münzen, da geht es auch darum, dass du dich in gewisser Art und Weise einsam fühlst, verlassen fühlst. Wenn du nicht bei dir bist, wer sonst sollte da dicht und nah bei dir sein? Du selbst bist deine Rettung. Und alles, was da jetzt vielleicht gerade traurig erscheint, liegt in der Möglichkeit der Transformation. Du musst da nicht drinne stecken bleiben. Du darfst selber entscheiden und
dich aus dieser Höhle, aus dieser inneren Gefangenschaft befreien. Lass uns mal schauen, was hier in der Vergangenheit liegt, was sozusagen auch losgelassen werden darf. Was darf hier für meine Wasserzeichen losgelassen werden? Was liegt hier in der Vergangenheit? Vielleicht auch eine schwierige Situation, das ist durchaus möglich. Vielleicht hast du Federn gelassen, vielleicht bist du wirklich auch erschöpft und weißt gerade gar nicht, möchte ich mich in diese Höhle zurückziehen oder möchte ich hier errettet werden? Alles möglich. So, was liegt hier in der Vergangenheit? Die Sieben des Wassers, die Sieben Kelche, das kann die Illusion sein. Das können Wunschvorstellungen sein. Und vielleicht hattest du hier mit den Sieben Kelchen in der Vergangenheit einen Traum. Vielleicht hattest du eine Vorstellung, wie eine Situation ausgehen soll, wie sich dein Leben gestalten soll. Und möglicherweise ist diese Seifenblase geplatzt. Vielleicht war es eine Wunschvorstellung. Vielleicht hast du gedacht, ja, wenn nur das und das passiert und das in mein Leben kommt, dann bin ich glücklich. Aber schlussendlich mit den 5 Münzen bist du hier nicht wirklich glücklich. Du fühlst dich alleine, du fühlst dich außen vor, du fühlst dich verlassen. Ich glaube, dass die ein oder anderen Wasserzeichen hier gerade noch in einer Höhle sitzen und darauf warten, dass sich da ja magisch eine Tür öffnet. Und bevor ich jetzt hier in die nahe Zukunft schaue und auf das, was jetzt für dich aktiviert werden möchte, möchte ich mal schauen, was so in deinem Unbewussten gerade los ist oder ja, was dir in dieser Situation noch nicht bewusst ist. Supi, dir ist nicht bewusst, liebes Wasserzeichen, dass du die Königin der Luft bist, sprich die Königin der Schwerter, die sich hier befreien kann. Vielleicht, das kam jetzt beim Mischen gerade noch zu den 7 Kelchen, vielleicht hast du auch mit Visualisierungen gearbeitet, mit positiven Affirmationen und hast das versucht und denkst, oh, irgendwie, es funktioniert gar nicht. Wenn du deine inneren Hausaufgaben nicht machst, sprich an die Wurzel dessen gehst, was in der Tiefe liegt, dann kann sich nur das manifestieren, was da eh schon da ist. Und wenn du eine Entscheidung triffst, neue Wege zu gehen, dann öffnet sich hier in gewisser Form eine Weisheit, eine tiefe Verbundenheit in dir. Das liegt im Unbewussten. Also ich behaupte jetzt mal, liebes Wasserzeichen, dass dir deine Entscheidung, die zu treffen ist, schon, ja, in deinem System sichtbar ist, auch wenn sie im Unbewussten liegt. Du spürst es und dennoch bist du noch hier in diesen 5 Münzen und fühlst dich sogar von deiner Seele, von deiner Intuition vielleicht verlassen. Wenn du aber tiefer spürst, kommst du an diese Weisheit heran. Es ist ja nicht so, dass das verborgen liegt. Also Wasserzeichen, ganz ehrlich, du bist definitiv mit deinem Unbewussten verbunden und demzufolge kennst du die Entscheidung, die hier ansteht. Ganz gleich, aus welcher Situation du hier errettet werden möchtest, und die kann sich echt scheiße anfühlen bei dem einen oder anderen. Die Frage ist, bist du bereit, die Entscheidungen zu treffen und dafür zu gehen? Lass uns mal schauen, was dir
mit diesem Neumond vielleicht sogar bewusst wird, es ist spannend. Wir haben hier die Neun der Luft. Das sind die neun Schwerter. Guck dir mal die Ähnlichkeit an. Wir haben hier die sieben Kelche, die Illusionen, die Wunschvorstellungen. Du hast die Wahl, was wählst du? Und wir haben hier die neun Schwerter. Letztendlich all diese Gedanken, die dir hier in deinem Kopf rumschwirren, die neun Schwerter, das sind auch oftmals die Albträume der Nacht, das ist die tiefe Nacht der Seele, das ist Kummer, das sind trübe Gedanken, aber richtig trübe hier. Und schlussendlich habe ich so das Gefühl, dass sich hier gefühlsmäßig und gedanklich das bei dir, liebes Wasserzeichen, im Kreise dreht. Und ich weiß, wie schwierig das an mancher Stelle ist, da wirklich rauszukommen, da wirklich diese klare Entscheidung zu treffen. Und die Königin der Luft, die Königin der Schwerter, die packt ein Stück weit ihr Herz an die Seite, weil sie weiß, wenn ich jetzt diese Entscheidung nicht treffe, dann sitze ich da ewig und drei Tage drin. Die Königin der Schwerter ist ganz klar in ihrem Bewusstsein, die weiß, was sie will. Wenn du allerdings hier gerade noch außen vor der Tür stehst oder in deiner Höhle sitzt und dich nicht raustraust, stellt sich die Frage, wohin soll sich diese Königin der Schwerter entscheiden? Wohin soll sich diese Königin der Schwerter entscheiden? Willst du hier weiter auf die Errettung warten? Willst du dir hier weiter schöne Geschichten erzählen, die, wenn sie sich nicht erfüllen, dich wieder traurig machen, dich wieder einsam fühlen, du ziehst dich wieder zurück in deine Höhle, du hast diese ganzen Gedanken in deinem Kopf? Nutze doch mal diesen Moment, auch hier gerade mit den fünf Münzen. Du spürst hin, ja, ich fühle mich außen vor, ich fühle mich nicht dazugehörig. Jetzt nehme ich aber diese Energie und begegne mir selbst. Ich entscheide mich, mir selbst zu begegnen und mich selbst aus dieser Höhle, aus diesem Verlies vielleicht auch, wie du das auch nennen möchtest, aus dieser Situation zu retten. Lass uns mal auf die nahe Zukunft schauen und ich denke, wenn ich die Karte hier habe, dann bekommen wir auch noch mal mehr Informationen. Was wird jetzt hier mit diesem Neumond ich weiß gar nicht, ob ich das Datum überhaupt gesagt habe, am 24.11. für meine Wasserzeichen aktiviert. Ja, richtig kraftvoll. Oh, guck mal. Wir haben an der Unterseite die sechs Schwerter auf zu neuen Ufern. Und das, was in dir aktiviert wird, liebes Wasserzeichen, sind die zehn Münzen. Dein Selbstwert. Du bist es dir selbst wert. Du darfst es dir selbst wert sein. Dir selbst zu begegnen, dich selbst aus dieser Höhle, aus dieser Situation, aus all dem, was sich da gerade unangenehm anfühlt, rauszuholen und auf zu neuen Ufern. Und auf zu neuen Ufern heißt in dem Sinne, liebes Wasserzeichen, hin zu dir, zu deinem Selbstwert. Und ich glaube, dass es hier ganz, ganz stark darum geht, diesen Selbstwert physisch zu verkörpern, dir Gutes zu tun,
dir etwas Schönes zu kochen, dir ein, weiß ich nicht, eine Massage zu gönnen, ein Bad zu gönnen. Ganz gleich, ob du das alleine machst oder ob du hier, wenn du hier noch wartest, dass hier jemand mit dir geht, wenn du hier noch wartest, bis jemand bereit ist, mit dir diesen Selbstwert in dir zu ehren und zu zelebrieren, dann wartest du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ganz ehrlich. Dann machst du dir Gedanken, was habe ich hier falsch gemacht, wieso ist das jetzt immer noch so, wieso kann sich das nicht ändern, wieso kann sich das nicht verwandeln. Wenn du dir nicht selbst diesen Raum gibst, diese Entscheidung hier für deinen eigenen Wert triffst, dann bleibt es, wie es ist. Und ich finde es spannend, weil genau das habe ich ganz am Anfang gesagt. Was, wenn du selbst, liebes Wasserzeichen, die Errettung bist für dich in deinem Leben. Andere zeigen uns, spiegeln uns wundervolle Dinge, wundervolle Leben und ein Teil in uns sehnt sich vielleicht auch danach. Und du kannst das auch alles haben. Doch es kommt nicht von außen auf dich zu, sondern aus dir heraus manifestiert sich das im Außen. Die 10 Münzen, das ist Erfüllung. Schau dir an, was du bisher schon alles geleistet hast, was du dir schon erarbeitet hast. Und jetzt hier zu diesem Neumond steckst du vielleicht da gerade irgendwo wie in einer Zwickmühle. Doch du kannst dich entscheiden, da auszusteigen. Die Entscheidung liegt immer bei dir. Immer. Und du, ja, bist der Captain hier, ob von diesem Luftschiff, von diesem Ballon, du entscheidest dich, da rauszugehen und neue Wege zu gehen, hin, ganz klar hin zu deinem Selbstwert. Ja, ich habe gesagt, es sind krasse Energien hier an diesem Neumond. Hier möchte wirklich ganz Neues initiiert werden und ja, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, momentan biete ich keine persönlichen 1:1 an, aber du hast dennoch die Möglichkeit einer persönlichen Videobotschaft für dich. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Webseite. Schreib mir gerne hier einen Kommentar, like, abonniere den Kanal und ja, ich lasse das jetzt hier mal so für sich stehen, spür in dir nach und ich wünsche dir einen wundervollen, mutigen, entscheidungsfreudigen Neumond.